ist scheißegal, ob da drunter eine Kiesbank ist, wir fangen trotzdem großen Fisch. Das ist ein Riesenfisch. Das ist ein Riesenreinfisch. Wenn ein Stück bei mir auf dem Boot liegt, dann kann es ja wohl nicht allzu viel mit ernsthaftem Angeln zu tun haben. Ihr könnt euch erinnern, vor einigen Tagen war ich mit Kevin am Rhein. Wir haben unseren neuen Tannenbaum, The Tree U-Posen, getestet und hatten die ganze Nacht keinen einzigen Biss verzeichnen können. Jetzt habe ich Verstärkung dabei. Wir sind mit Freunden unterwegs. Micha mit seiner Freundin ist dabei, Uwe, seine Frau und die beiden Jungs. Meine Frau ist dabei und der Hund. Alle an Bord und wir wollen jetzt noch mal was Neues probieren. Das Wetter hat sich ein bisschen geändert, das Wasser ist etwas klarer geworden. Damals hatten wir wahrscheinlich nichts gefangen, weil wir zu viel auf U-Pose gesetzt haben. Wir haben alle vier Ruten mit U-Posen gefischt, keine einzige Aktion. Und das kann einfach an der Zeit liegen, an der aktuellen Situation am Wasser. Dieses Mal werden wir probieren, ein bisschen in den Hecken anzubinden, unsere Deadbait-Montagen. Ich habe auch ein paar Tauwürmer dabei. Vielleicht stehen da die Sommerwälse jetzt ein bisschen mehr drauf, also die Montagen umstellen, nochmal neuer Angriff und mal sehen, ob es diesmal besser läuft. Ich habe auf jeden Fall unseren neuen Deadbait-Puncher dabei, der kommt jetzt im Herbst auf den Markt, den stelle ich euch nachher im Video mal in aller Ruhe vor. Was ihr dafür tolle und einfache Möglichkeiten habt, eure toten Köderfische lebendig zu präsentieren. Fahren wir mal los. Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Während Uwe und Micha jetzt die Kids belustigt, draußen beim Wakeboardfahren und beim Reifenziehen auf dem Wasser, werde ich mal anfangen, unsere Montagen vorzubereiten oder umzubauen. Bei der letzten Session hier am Rhein mit Kevin vor einigen Tagen haben ja unsere Tannenbaum-U-Posen nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich denke, es liegt einfach daran, dass wir zur falschen Zeit einfach mit einer falschen Montage geangelt haben. Also ihr dürft euch nie im Endeffekt auf ein System verlassen, sondern müsst immer probieren, euer System anzupassen. Und wenn mal ein System nicht funktioniert, dann heißt es einfach umbauen, umstellen. Vielleicht reagieren die Fische auf was ganz anderes, nehmen momentan ganz anderes Nahrung zu sich. Das Wetter hat jetzt ein bisschen gewechselt. Wir haben in den letzten Tagen einiges an Regen gehabt. Vorhin hat es gerade wieder mal ordentlich geschüttet und der Pegel vom Rhein wird jetzt in den kommenden Stunden langsam ansteigen. Und ich denke, dass dann auf jeden Fall eine andere Köderpräsentation, eine höhere Köderpräsentation vom Grund weg, nah an den Hecken am Ufer, im Mittelwasser, knapp unter der Oberfläche, uns mehr Bisse bringt. Und dann wird einfach jetzt das Vorfach umgebaut. Bei der Haarmontage werde ich erstmal bleiben. Ich ziehe jetzt nur meine U-Pose vom Vorfach runter. Das ist ja gerade das Tolle, dass ihr ganz effektiv, schnell und flexibel eure U-Posen-Vorfächer umstellen müsst. Ihr müsst sie also nicht einfach kaputt schneiden. Die Mono hier vorne ist ja noch vollkommen in Ordnung und könnt euch ein neues Vorfach bauen. Und da will ich euch jetzt mal zeigen, was ich umstellen werde, um meinen toten Köderfisch oder auch mein Tauwurmbündel knapp unter der Oberfläche in einer bestimmten Wassertiefe
anzubieten, auch in der Strömung, dass der Fisch schön in der gewünschten Wassertiefe schwimmt und präsentiert wird, werden wir diese Bleie knapp über unseren Haken setzen, wo zuvor die U-Pose gesessen ist. Ihr seht hier einige Muster. Ich experimentiere gerade mit neuen Frontzone-Bleien. Frontzone-Blei bedeutet, ein Bleigewicht direkt vor den Köder zu setzen, also kein langes Vorfach und dann kommt das Blei, sondern das Blei unmittelbar vor den Köder setzen, damit ihr den Köder in der gewünschten Wassertiefe anbieten könnt. Bei lebenden Köderfischen hat es den Vorteil, dass ihr die Fluchtgeschwindigkeit und den Rotationsradius, den Schwimmradius des Köders im Wasser sehr stark eingrenzen könnt, wenn ihr ein Blei drüber setzt. Und bei toten Köderfischen oder Wurmbündeln hat es einfach den Vorteil, dass ihr in der Strömung euren Köder trotzdem in der gewünschten Tiefe anbieten könnt. Hier seht ihr schon einige Muster. Die Teile werden jetzt im Herbst auf den Markt kommen. Es wird auf jeden Fall ein schwarzes Frontzone-Blei kommen und ein Clone Dark Frontzone Blei. Hier seht ihr noch ein weißes. Diese Farbe ist für mich noch nicht optimal. Dieses wird noch in Clone Dark kommen. Da kommen in den nächsten Tagen die Muster. Und da werde ich dann auf jeden Fall weiter testen und probieren, ob diese Clone Dark Farbe, also ein leuchtendes Blei unter Wasser, genauso effektiv funktioniert wie zum Beispiel unsere leuchtenden Mikro-U-Posen oder unsere Clone Dark Vertikalköpfe, die ja auch richtig gute Fänge produzieren. So. Genug erzählt. Das Blei wird jetzt einfach der Strömung oder eurem Angelplatz, eurem Angelrevier angepasst vom Gewicht her. Ich werde hier die kleineren einsetzen. Die haben 30, 40 Gramm im Schnitt und die reichen vollkommen aus bei der leichten Strömung hier am Rhein. Ich will ja nah am Ufer meinen Köder präsentieren, um dort den Köder auf der gewünschten Tiefe zu halten. Ihr schiebt jetzt einfach euer Blei auf euer Vorfach, wo zuvor die U-Pose saß. Wichtig ist, ihr seht es hier selbst, ich habe extra für eine schöne, dicke Bohrung im Blei gesorgt, dass ohne Probleme 1,2, 1,3 mm starke monophile Schnüre durchpassen oder eine dicke geflochtene, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ihr dann eure Vorfachschnur durch so ein Blei durchfriemeln müsst. Das rutscht ganz toll durch bis zu dem Punkt, wo euer Gummi auf dem Vorfach sitzt. Hier wird dann das Blei an der unteren Seite gestoppt. Obendran kommt jetzt nochmal der Gummi, das kennt ihr ja schon. Ihr nehmt dafür einfach ein kleines Stück von unserem Tube, schneidet euch ein kleines Stück runter, schiebt es euch aufs Vorfach drauf, bis zum Blei hin. Wie der ganz normale U-Posenstopper, geht mit der Mono zurück. Dieser Stopper funktioniert übrigens auch mit einer geflochtenen Schnur. Schneller Zug, klappt es um. Und schiebt euer Blei schön nah vor den Haken. Eigentlich sitzt genau an dem Platz, wo vorher die U-Pose saß. So als kleine Faustregel ungefähr Daumen zum Zeigefinger. Dieser Abstand ist dann der richtige Abstand, wo euer Blei, euer Frontzone-Blei über der Montage sitzt. Euer Vorfach ist bereits jetzt schon fertig einsatzbereit. Jetzt braucht ihr es nur noch mit eurer Hauptschnur zu verbinden. Wichtig ist, damit ihr später auch die Tiefe und die Spannhöhe eurer Schnur über der Wasserlinie schön einstellen könnt, dass ihr entweder einen kleinen Schwimmer benutzt oder aber diese Freestyle-Montage, die kennt ihr schon von mir, die ist sehr leicht. Das ist ein Vorteil, wenn ihr auf weiteren Entfernungen spannt, dass da nicht viel Gebamsel dran hängt und auch eure Ausleger, das zeige ich euch aber nachher, wenn ich die Montage ausbringe, dass die nicht zu schwer sind. Als erstes wird jetzt einfach auf eure Hauptschnur so ein Reißlein Connector aufgezogen. Hier könnt ihr dann einfach schnell und einfach eure Reißleine einhängen. Dann kommt ein Stück Gummitube, den ihr eben auch benutzt habt, um euer Blei auf dem Vorfach zu stoppen. Etwa in der Länge, die ein handelsübliches Knicklicht hat. Denn durch dieses Knicklicht fixiert ihr nachher die Präsentationshöhe, die Tiefe, in der euer Köder später angeboten werden soll am Angelplatz und die Höhe eurer gespannten Schnur hin zur Angelstelle. Das Knicklicht wird jetzt einfach in diesen Gummi hier reingeschoben. Vorher macht das ein bisschen feucht, damit das gut reinrutscht. Achtet darauf, dass die Knicklichter schön rund sind. Also es gibt ja eckige und runde Knicklichter. Ich habe hier ein ganz rundes, glattes, damit eure Hauptschnur keinen Schaden nimmt. So, an die untere Seite wird jetzt einfach euer Vorfach angeknotet. Eure komplette Frontzone-Blei-Montage ist jetzt fertig montiert und einsatzbereit und wir können jetzt beginnen mit dem Beködern.
noch kurz zu meinem Angelgerät, was ich verwende. Ich habe hier die neue Catbuster Linkshand Multirolle dabei, bespult mit der 055er S-Line, eine ganz tolle, zuverlässige, abriebsfeste, geflochtene Schnur. Als Rute kommt die Catbuster Multistyle zum Einsatz. Multirolle und Multistyle, das passt super zusammen. Mit einer Länge von 2,90 Meter eine tolle Allround-Rute, sowohl zum Spannen vom Ufer, zum U-Posen auslegen oder einfach, wenn man seinen Köder auch vom Ufer einfach mal werfen will. 2,90 Meter ist eine tolle Länge für eine Welsrute. So, und jetzt geht's ans Beködern. Mit diesen Haarmontagen könnt ihr ganz flexibel unterschiedliche Köder präsentieren. Ich werde eine Montage mit Tauwürmern bestücken, allerdings hier auch beide Haken mit Würmern vollhängen. Viele Angler haben Bedenken in Deutschland, vor allen Dingen an den Flüssen, wo viele Grundeln unterwegs sind, mit Tauwürmern zu angeln. Aber sobald der Köder vom Grund deutlich abgehoben präsentiert wird, gehen die Grundeln in der Regel nicht mehr an die Würmer ran, weil sie Angst haben, vom Grund sich abzuheben und im Mittelwasser irgendwo was zu fressen, weil es ja auch genug Raubfische gibt, die die Grundeln zum Fressen gerne haben. Und so ein Zander lässt sich das natürlich nicht entgehen oder ein Wels oder ein Aal oder ein Rapfen, wenn da so eine kleine Grundel im Mittelwasser rumschwirrt. Also in der Regel, wenn ihr deutlich über Grund euer Tauwurmbündel anbietet, habt ihr kaum Probleme, dass am nächsten Morgen, wenn kein Waller gebissen haben sollte, euer Haken blank ist. Beim Einsatz der Haarmontage mit Tauwürmern könnt ihr ruhig beide Haken richtig schön vollhängen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich hänge die Würmer nur am Kopf ein, also an der dunklen Seite hier. Auf jeden der Einzelhaken kommen da circa 5-6 Stück, dass das auf jeden Fall ein schönes Bündel gibt. Meine zweite Montage werde ich mit einem toten Köderfisch versehen. Hier kommt unser Köderfisch aus Stanzer zum Einsatz. So, dann zeige ich euch mal die neue Wunderwaffe für das Deadbait-Angeln, für die Präparierung eurer toten Köderfische. Das ist hier noch ein Muster, was ihr seht, aber das befindet sich jetzt in der finalen Phase. Ist schon ziemlich toll geworden, funktioniert super. Und was ich genau damit mache und was es mit dieser Stange auf sich hat, einige kennen ja dieses Teil noch in der abgewandelten Form von mir, von den Big River Produktionen oder einigen anderen YouTube-Filmen. Aber jetzt habe ich ein ganz tolles, funktionellen Deadbait-Puncher entwickelt. Im Herbst wird auch dieser auf dem Markt erhältlich sein. Und was ich genau mit diesem Teil und meinen toten Köderfischen mache, damit diese später im Wasser lebensecht und naturgetreu präsentiert werden, zeige ich euch jetzt. Ich habe mir hier ein paar unterschiedliche Köder mitgebracht. Diesmal, weil ich nichts anderes bekommen habe, sind Karpfen. Die waren tiefgefroren, die werden jetzt langsam weicher, haben dadurch auch ihre Leichenstache verloren, schön beweglich. Spiegelkarpfen. Und hier habe ich noch eine Karausche drin. Also eine schöne, bunte Mischung. Und werde jetzt erstmal mit Hilfe meines Deadbait-Punchers das Rückenfilet hier entfernen, um später hier die Auftriebskörper einsetzen zu können, damit der Köder schön aufrecht in der Strömung steht und einen lebenden Karpfen täuschend echt imitiert. Im ersten Schritt macht ihr im hinteren Bereich des Fisches mit dem Messer ein kleines Loch in die Fischhaut. Zieht jetzt aus eurem Deadbait-Puncher den hinteren Stab heraus, nehmt nur den vorderen Teil des Deadbait-Punchers vorne mit dieser angeschärften Spitze und führt diesen in euren toten Köderfisch mit einer drehenden Bewegung ein. Durch die scharfe Spitze wird das Rückenfilet richtig hinausgeschnitten und bleibt im Stab hängen. Ihr seht das jetzt schön, das komplette Rückenfilet ist jetzt hier
im vorderen Bereich des Punchers enthalten. Das schiebt ihr jetzt aus dem Rohr wieder raus, indem ihr mit dem Puncher von hinten reingeht. Hier seht ihr schön das Rückenfilet. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Kleines Loch hinten schneiden im Köderfisch. Mit der scharfkantigen Seite wieder hineingehen. Durch leichte Drehbewegung am Rücken entlang führen. Rausziehen, das Rückenfilet entfernen. Und jetzt ist euer Köderfisch schon perfekt vorbereitet, um die Auftriebskörper in eurem Deadbait perfekt einführen zu können. Aktuell arbeite ich noch an dem perfekten Auftriebskörper, der in die Köder dann reinkommt. Da werden Auftriebskörper auf euch zukommen aus Kork-Material, da werden Auftriebskörper auf euch zukommen aus Rohazell. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr Schaumstoff nehmt, also Foam, den auch teilweise Hechtangler oder Karpfenangler benutzen, um ihre Köder vom Grund abzuheben. Ich benutze jetzt hier diesen Foam in der Länge, wie ich auch zuvor die Rückenfilets aus dem Karpfen entfernt habe. Schiebe das Foamstück in meinen Puncher hinein. Setze jetzt den Puncher wieder in den Köderfisch ein und drücke jetzt den Foam durch Einführen der hinteren Stange in meinen Köderfisch hinein. Da die Karpfen schon ein relativ hohes Eigengewicht haben, werde ich auf jeder Seite zwei Foamstücke einsetzen. Den zweiten Auftriebsfoam setze ich direkt neben den ersten. Und beginne nun damit, die linke Seite des Köders mit Auftriebsfoam zu füllen. Ihr müsst darauf achten, dass der Foam im Köder schön drin bleibt, im Notfall nochmal nachschieben. Zweites Stück noch auf diese Seite. Und dann können wir schon den ersten Test im Wasser machen, ob unser toter Karpfen schön aufrecht in der Strömung steht. Wie ihr seht, seht ihr nichts mehr. Unsere Auftriebskörper sind schön im Köder drin verschwunden. Der Fisch hat weiterhin seine Flexibilität behalten. Und jetzt setzt man mal ins Wasser rein für den ersten Test, um zu sehen, ob er schon schön, stabil, gerade, wie ein lebender Karpfen das machen würde, im Wasser steht und sich verhält. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich gehe mal ein Stück näher ran jetzt. Das Schwimmverhalten des Karpfens durch die vier eingeführten Auftriebskörper ist perfekt. Der steht schön gerade an der Oberfläche. Oh, I've been running from the law. Wenn ihr jetzt diesen Köder mit einer Steinmontage und einer U-Pose anbietet, wird er unter Wasser gezogen und beginnt ganz verführerisch seine Schwimmbewegung in einer sehr realistischen und naturgetreuen Form auszuüben. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch super, wenn ihr diesen Fisch mit einer Freestyle-Montage und einem Frontzone-Blei, was wir jetzt machen werden, im Mittelwasser schön in der Strömung, knapp unter den überhängenden Ästen hier am Rhein anbietet. Im Rheinaltarm, in dem wir uns hier befinden, ist das eine Ufer, das gegenüberliegende Ufer, wo wir jetzt auch unser Basiscamp aufgebaut haben, sehr, sehr flach. Und hier drüben ist überall eine tiefe Rinne mit einer Steinpackung, wo das Wasser schön durchzieht. Dieser Platz ist natürlich optimal für uns Welsangler, weil wir hier ohne Probleme auch spannen können, also unsere Montagen über der Wasseroberfläche auslegen. Hier kommen ab und zu ein paar Paddler durchgefahren, aber wenn ich die Schnur schön weit oben anbinde und den Leuten rechtzeitig Bescheid sage, Achtung, wir angeln hier, gab es da noch nie Probleme. Also da muss man immer ein bisschen Rücksicht nehmen, auch auf andere Wassersportler, ein bisschen überlegen, was man tut, damit keiner in eurer Angelschnur hängen bleibt.
Ich fahre jetzt mal hier oben die Packung entlang und schau mal, wie das Wasser sich da von den Tiefenverhältnissen verhält. Und bin mal gespannt, ob wir einen interessanten Platz finden, wo vielleicht ein Baum drüber hängt, wo wir unseren Karpfen dann, unseren Deadbait unten schön anbieten können. Wir haben einen interessanten Platz, oder besser gesagt einen interessanten Baum, einen richtigen Busch, der hier über den Altrheinarm hinausragt, gefunden. Hier würde ich gerne unseren Deadbait präsentieren, anbinden, oberflächennah. Hier direkt dahinter ist das Wasser unter diesen Hecken 2 Meter tief. Wir haben eine schöne konstante Strömung, optimal für diese Methode. Euren toten Köderfisch fixiert ihr an der Haarmontage jetzt. Es ist schon ein relativ großer Köder, vielleicht wäre es da sogar sinniger gewesen, einen Ghost Hook mit einzusetzen, also ein Zweierhakensystem, aber ich probiere es jetzt mit der Haarmontage. Fixiert ihr am kleinen Haken, geht ihr einmal komplett durchs Maul durch, damit das Maul schön geschlossen ist, also kein Wasser vorne eindringen kann, wenn er hinten in der Strömung hängt. Der Hakensitz wird dann einfach nochmal gesichert mit so einem kleinen Stück Gummi, wird einfach oben drüber jetzt geschoben. Jetzt ist die Montage schon einsatzbereit. Eine kleine Hilfe für euch beim Angeln. Je größer euer toter Köderfisch, desto größer muss auch das Bleigewicht sein. Diese 40 Gramm reichen jetzt optimal, dass der Karpfen in dieser Größe, also dass so eine Ködergröße, schön unter Wasser gedrückt wird. Weil durch die Auftriebskörper hat der Karpfen ja gleichzeitig Auftrieb. Und wenn ihr ein zu leichtes Frontzone-Blei benutzt, kommt der Karpfen hoch und das Blei hängt so runter. Aber im Endeffekt soll es in der Strömung so aussehen, dass das Blei den Köder schön unter Wasser zieht und dann ihn schön in der Strömung spielen lässt. Jetzt suchen wir uns hier unseren Anbindepunkt, wo später der Köder mit einer Reißleine hier genau am Astwerk befestigt wird. Und da habt ihr 2 Möglichkeiten. Das sind die Ausleger, die ich sehr gern benutze. Je weiter die Entfernung ist, die ihr angelt von eurem Angelplatz, also je weiter die Strecke ist, die ihr überspannen müsst, desto einfacher gelingt euch das, wenn ihr möglichst wenig Gewicht auf eurer gespannten Montage habt. In dem Fall nutze ich sehr gerne diese ganz leichten und trotzdem sehr auffälligen Reflektorausleger. Die haben kaum Gewicht und damit könnt ihr schön eure Montage über die Wasseroberfläche spannen. Wenn ihr nicht so weite Wege habt und wollt einfach schneller sein, nutze ich gerne unsere Wickelausleger. Das ist ein ganz einfaches System. Wird am Baum hier angebunden, abgewickelt auf die Entfernung, den Abstand, den später eure Montage zur Hecke haben soll. Wird dann hier die Reißleine eingehangen, euer Köder fixiert und dann geht es schon zurück zum Angelplatz. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben ja keine große Angelentfernung. Da können wir schön unseren Wickelausleger einsetzen. Das ist übrigens der leichteste vom Gewicht her, den es auf dem Markt gibt und trotzdem einer der robustesten durch das Roazell-Material, was wir hier verbauen und durch diese starke Achse, die im Ausleger drin eingeführt ist, ist dieses Teil unzerstörbar. Ihr könnt da gerne vergleichen. Die Konkurrenz hat ja mehrere von diesen Wickelauslegern auf dem Markt, aber wenn ihr die mal richtig in die Mangel nehmt, gehen die relativ schnell kaputt. Mit diesem Teil habt ihr sehr, sehr lange eure Freude. So, ich werde ihn jetzt schön weit oben im Baum fixieren. Dass auf jeden Fall, wenn es hart auf hart kommt, ihr habt ja eben schon den ersten Paddler gesehen, die Jungs hier ohne Probleme drunter durchfahren können. So, ich gehe jetzt so weit zurück, bis ich genau vor der Hecke bin. Wir haben jetzt hier noch eine Wassertiefe von 1,6 Meter, da fällt die Kante ab und dann geht es in die 2 Meter tiefe Rinne. Dieser Bereich hier ist genau richtig. Ich gehe jetzt einfach mit der Schnur hier zurück, wickel die hier ein paar Mal in den Bogen rein, dann hält der richtig schön. Hier vorne kommt jetzt ein kleines Stück Reißleine dran. Ich nutze hier bei dem Spannen gerne eine 0,35er bis 0,40er Mono. Die hält schön den Druck und sorgt dafür, dass wenn ein Wels beißt, er ordentlich eine gegengeballert bekommt, einen schönen Gegendruck bekommt, bevor sie reißt, damit der Hakeffekt im Wallermaul verstärkt wird. Die Reißleine braucht auch gar nicht so lang sein, da reichen locker 10 cm. Umso länger die Reißleine ist, die ihr benutzt, umso mehr
Bungee-Effekt erzeugt ihr auch bei eurer Montage. So, das eine Stück der Reißleine wird jetzt einfach hier eingehangen in eurem Ausleger. Und die andere Seite an eure Montage, an dem Reißleinverbinder knapp überhalb von eurem Schlauch mit dem Knicklicht. Ich hänge das Ganze jetzt hier ein. Jetzt habe ich schon mal die Verbindung erzeugt. Und jetzt lasse ich meinen Köder ins Wasser, um die optimale Tiefe einzustellen. Die Kante hier am Busch fällt von 1,6 auf 2 Meter ab. Ich möchte einen Meter über Grund den Köder präsentieren. Da fällt er schön auf, den Wallern, die hier entlang ziehen an der Uferkante zum Fressen. Also müsst ihr 1 Meter Wassertiefe einstellen und die Höhe von der Wasseroberfläche bis zu eurem Anbindepunkt hinzuaddieren. Mein Ausleger ist ca. 2 Meter über der Wasseroberfläche angebunden, plus 1 Meter Angeltiefe unter Wasser des Köders. 3 Meter tief muss dann eure Montage eingestellt werden. Mein Vorfach bis zum Blei, bis zum Frontzone-Blei, ist 2 Meter lang, 1 Meter noch dazu am Gummi. Um das Ganze zu sichern, kommt jetzt der doppelte Schlag über das Knicklicht. Das ist jetzt eine ganz feste, sichere Verbindung. Und jetzt geht es auf direktem Wege zu meinem Angelplatz zurück. Da wird die Rute eingespannt. Ihr erkennt jetzt schön im Hintergrund, wie hoch die Montage über dem Wasser angeboten ist. Schön dicht an den Hecken. Bin gespannt. Wenn jetzt noch der Regen schnell uns das steigende Wasser hier am Rhein bringt, werden wir bestimmt mit einem guten Fisch belohnt. Die erste Montage sitzt, die zweite Montage, unser Wurmbündel an der Haarmontage hinter dem Frontzone-Blei jetzt auch gleich. Bevor die Würmer jetzt hier ins Wasser kommen, die haben es auch bitter nötig, jetzt ins Wasser zu kommen. Durch die Hitze, seht ihr selbst, verlieren die relativ schnell an Kraft, aber die werden in der Strömung schon noch schön locken. Und damit sie auch extrem riechen, nutze ich sehr gern noch unser Wurmspray. Habe ich großes Vertrauen in dieses Zeug. Hat beim Klopfen schon gute Fische gebracht, aber auch hier beim Naturköderangeln. Wird schön eingesprüht, das Bündel. Ihr seht schon, wie die Würmer da anfangen, wild zu werden. Die mögen den Geruch auch nicht so, weil sie wissen, dass sie jeden Moment gefressen werden können. Hier das gleiche Spiel. Wenn die Tiefe eingestellt ist, wieder eure Montage ins Wasser setzen. Auch an dem Platz hier verläuft die Kante ähnlich. Es geht von 1,6 auf 2 Meter runter, genau hier dicht an den Hecken. Mit Familie und Freunden beim Angeln ist im Sommer. Es geht natürlich hier nicht nur ums Angeln, sondern auch um Party, Spaß, Wassersport, Events für die Kids, also Zeit für die Kinder, dass die draußen mit dem Wakeboarden, mit dem Reifen rumgezogen werden können. Sieht es natürlich
am Angelplatz etwas chaotischer aus, aber ihr seht, man kann auch Welsangeln mit Familienurlaub oder Freizeit super verbinden. Wenn jetzt noch ein Fisch kommt, ist es das Allerbeste. Wir haben auf jeden Fall was Leckeres auf dem Grill und schauen wir mal, was passiert. Die erste Aktion jetzt in dieser Nacht. Mal gespannt. Die neue Buster Linkshand macht sich gut. Uwe ist am Drillen. Das steigende Rheinwasser hat uns gezeigt, dass doch wirklich eine andere Angeltechnik jetzt angesagt ist. Man muss immer flexibel bleiben. Das ist ein schöner Schinken. Unsere neuen Frontzone-Bleie zeigen ihre Wirkung hier am Rhein in Deutschland. Kaum steigt das Wasser, reagieren die Fische auf komplett andere Köderangebote. Kleine Bleie vor dem Köder, große Wirkung. Ein weiterer wirklich guter Fisch aus Deutschland. Die zweite Nacht jetzt am Rhein und jetzt haben wir ein richtiges Brett am Band. Jetzt kommen wir. Oh, Alter. Bam, hat's gemacht. Der hat sogar über 220. Ja. Das war schon wieder unten. Ja. Vollgas gemacht, gell? We'll be right back.
geht's der Bursche? Schön? Tipptopp. Plan ging auf. Alles super. Wir messen jetzt mal kurz am Ufer. Ich glaube, der hat gut über 220. Richtiges Brett für Deutschland. Mega. Hier vorne seht ihr die Haarmontage. Auch in Deutschland eine super Alternative. Läuft. Das ist ein Riesenfisch. Das ist ein Riesenreinfisch. Mega. 2,25 mitten in Deutschland. Ein riesen Reihenfisch. Ja, mega geil. Zweite Nacht, es hat geklappt. Diesmal ein richtig dicker Reihenfisch. Dieses Jahr war ich sehr verhindert, aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Montage und schon kann alles passieren. Also nicht aufgeben, immer dranbleiben und dann kann sowas jederzeit passieren. Zwei wirklich gute Fische kamen jetzt bei dieser Session zusammen mit Freunden hier am Rhein. Das Wetter hat drastisch umgeschlagen. Also es ist jetzt auch richtig frisch, die Sonne ist erstmal weg, der Rheinpegel erhöht sich leicht und es werden jetzt wieder neue Angelbedingungen für uns entstehen. Wir ziehen weiter, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch dicke Fische, viel Spaß am Wasser, bis dann, ciao, ciao.